So, herzlich willkommen zurück zu Con Exile zusammen mit Apfelkompott und Last Life, die da oben schon in unserem neuen Kartenraum warten, in diesem höchst interessanten Säulengebäude. Hallo. Hallihallo. Es hält, das ist alles, was man über dieses Gebäude wissen muss. Es steht, wir haben mittlerweile alle Level 60 erreicht. Obwohl, nee, Last Life noch nicht, ne? Ich nicht. Ja, das holen wir Nee. diese Folge nach, dass du auch Level 60 wirst. Wir müssen eh unten anfangen, fällt mir gerade auf. Apfelkompott hat angefangen, sich eine Hütte zu bauen. Und wieso müssen wir unten anfangen? Wegen einem Achievement Was? der Reise, das wir machen wollten. Ach ja. Genau, Ist was. stimmt ja. Also, unser Plan für diese Folge eigentlich ist, wir wollen in den Schlund. Das ist so ein Dings in der Wüste, was wir schon mal gesehen haben. Genau, das Schlundloch. Da ist ja so ein Obelisk auch in der Nähe gewesen, den wir schon aktiviert haben. Zu dem können wir uns gleich teleportieren, das erste Mal rumteleportieren. Und gucken, was da so ist. Die Säuberung können wir ignorieren. Die ist irgendwo in unserer alten Base. Das interessiert niemanden. So, aber wir haben den Reisefortschritt, uns hemmungslos zu betrinken noch. Was trinken wir denn? Hochlandwein? Also ich bin Ich würde für Wein. irgendwas, wo kühlend beisteht, wäre vorteilhaft. Wenn ihr was Wärmendes trinkt, dann Eis, oder Wein. nicht? Ich habe mich für Wein Wein. entschieden. Ja. Wein ist leicht kühlend. Wein ist leicht kühlend? Ja. Da steht aber wärmend dran, Hochlandwein. Nein, Wein, nicht Ach Hochlandwein. so. Und auch nicht Wüstenwein, sondern Wein. Ja, Wasser ist kühlend. Ich gehe einfach ins Wasser und trinke dann. Okay, dann würde ich. Warte, ich packe das kurz in mein Inventar unten. Dann würde ich sagen, hoch die Tassen. Prost. Prost. Nochmal Prost. Nochmal Prost. Erhöhte Vitalität. Nochmal. Nochmal. Alles klar. Dich Oh, Alkohol für die Hemmungs Alkohol Vergiftung. Vergiftung. So. Jetzt gehen wir in den Dungeon, habe ich gehört. Und die Okay. erhöhte Vitalität gefällt mir aber. Ich muss Ich habe den. noch fünf. Ich habe noch fünf Becher Wein, die nehme ich Ich mit. habe 15 noch. Ich pack die aber weg, weil ich nicht so viel tragen kann. Warum ist meine Ausdauer leer? Ich denke, Ja. das liegt am Alkohol. Aber ich habe erhöhte Stärke, erhöhte Vitalität. Leider Also fehlt ich mir die bin erhöhte nicht mehr lange betrunken, Selbstsicherheit. Boys. Ich hoffe, dann ist das weg. Ich komme mal zu euch. Versuche nicht gegen die Säulen zu Ja. rennen. So, wenn man nämlich in die höchste Etage bei uns geht, dann findet man hier. Man erkennt gar nichts auf der Karte. Okay, jetzt gleich sind wir aber nicht mehr betrunken, Doch, man erkennt hier ganz viel sondern Asche. verkatert. Ja, aber ich bin immer noch stark und erhöhte. Ah, Kopfschmerzen, ja Kopfschmerzen. geil. Also hier ist auf jeden Fall die Karte. Ist dieselbe wie aus dem Kartenraum. Und wir haben schon rausgefunden, wenn man Obelisken einstellt, dann hat man die Möglichkeit, sich dann über die Karte zu diesen Obelisken zu teleportieren. Und dieser lilane hier ist der richtige. Wir wollen das Schlundloch machen. Wir gehen davon aus, dass das ein Dungeon ist. Deswegen sind wir alle schon ausgerüstet mit Essen und ich habe Heilpfeile dabei und ich habe auch noch ein Elixier der Beständigkeit dabei. Ein Gebräu, das den Mut erhöht. Ach ja, das wollte ich einfach mal benutzen, um rauszufinden, was Mut erhöhen eigentlich ist. So, sind alle noch verkatert? Noch ganz Ja. kurz, aber Mein Kater ist jetzt gleich weg, aber wir können ja schon mal ich habe los. immer noch Alkoholvergiftung. Also dann, Ja. erster Teleport. Let's go. 3, 2, 1, go. Ich leuchte. Also ich bin schon teleportiert. Noch nicht. Ich auch noch nicht. Doch, ich stehe jetzt vor dem Portal, dringend. Ah, jetzt. Bei mir kommen immer nur Ah, so. cool. Ah, jetzt. Du musst zweimal drücken. Ja. Ich habe immer nur einmal gedrückt. War auch mein erster Fehler. Hallo. Ah, Verderbnis nimmt zu, ich muss hier weg. Ich habe immer noch keine Ausdauer, übrigens. Ja, solange wir.
Wir müssen ja jetzt eh erstmal rumlaufen und gucken. Die Hyänen haben uns gesehen. Ja, eine Hyäne hat mein Pferd gesehen, oder? Nee. Ja, ohne Ausdauer können wir uns. Ich kann nicht erkennen, wenn. Ach, stimmt, wir können ja gar nichts machen. Ja, das ist schade. Das ist doof. Aber ich hab gleich die Alkoholvergiftung weg. Warte, das ist vielleicht nicht so klug gewesen. Okay, ich kann mich jeden Moment wehren. Ja, ich auch. Dann krieg ich die richtig auf die Fresse. Oh ja. Soll ich noch ein paar mehr holen? Komm her, jetzt gibt's aufs Maul. Yeah. Okay. Okay, die große Frage, wie kommen wir da rein? Runterspringen. Ich würde sagen, wollen wir nicht erstmal die Hyänen noch wegpacken? Oh. Ja, gerne. Hä? Ah ja. Greift mein Pferd an. Ich habe mich ein. Nee, ich habe gerade meine Pfeile falsch gespannt, weil ich immer noch. So, mein Pferd stelle ich hier auch mal ab. Ah ja, das ist eine gute Idee. Kommt mal hier hin, ich sehe da unten was. Warte. Muss mein Pferd. Ah ja. Noch wegstellen, so. Was? Was siehst du da unten? Vielleicht ist das Schlundloch doch nicht so groß. Guck mal, was da unten. Schieß es mal von oben. Ja, genau, oben. Schieß damit Pfeil drauf. Das sind drei Totenkopfviech. Ja, die Frage ist, wie kommen wir da runter? Ich würde sagen, springen und festhalten an der Seite, oder? Wo an der Seite? Die Wände sind hier nicht. Ja, klettern. Klettern, runterklettern. Also, wir können uns auf das Ding hier fallen lassen. Ja, genau. Aber von hier aus müssten wir. Oh, guck, das sieht doch gut aus. Nee, das. Ich glaube nicht, dass man. Ja. Ich weiß nicht, ob man den Sprung schafft. Klette, also in die Mitte runterfallen, das überleben wir nicht. Was ist, wenn wir hier. Es ist direkt unter uns, ist ein. Ist noch so eine. Ja, aber ob wir den schaffen. Können wir nicht hangeln oder so, oder? Wo dran? Ja, hier an dem Felsen und dann runterklettern. Oh. Jo, ich hab's geschafft. Das ist nicht ohne. Ja, ich vermute, dass ich sterbe. Also da ich schon beschossen werde, vermute ich das auch. Oh oh, ja, ich bin gestorben. Beim Runterfallen. Bitte. Nice! Oh! Willkommen! Hast du es geschafft? Ja, ich bin an der Decke entlang geklettert. Du bist an der Decke. Ja. Ja. Dadurch bin ich genau hier drüber einfach und muss mich nur noch fallen. Ich hab eine. Die größere Frage ist jetzt, wie kommen wir da runter? Ich würde sagen, wir können hier auf diese Balustrade jetzt am Rand und dann können wir erstmal auf den Apfel warten. Ja, nee, macht ja ohne mich, weil ich hab. Meine ganzen Sachen sind da ja noch. Gut, du kannst dich aber einfach hier hinporten. Ja, ja, ich porte mich jetzt zu euch, aber ich weiß ja nicht, Uah, okay. Oh, das ist ja ein interessanter Ort. So. Also an dein Zeug werden wir erstmal nicht drankommen, ne? Nimm dir Waffen und Rüstung mit. Ich bin schon hier. Ach so, ja, dann lauf nackt durch den Dungeon, das passt auch. Ja. Ich glaube an dich. Hier ist eine Truhe. Jawoll. Graulotus. Yes. Geil. Also den Sturz hier runter überleben wir überhaupt nicht. Wir müssen einen Weg finden darunter. Hier gibt's eine. Also in der Theorie können wir uns hier an den Seilen. Hier ist doch eine Treppe, oder nicht? Aber ich habe das Gefühl, dieser rote Weg hier mit der Treppe nach unten. Ja, ja. Der sieht doch absolut Ich würde gern einmal vorher außen rumlaufen, wenn es geht. Weil da vorne. Ja, da ist ein roter Stein zum Quatschen. Ey, hier sind so Bestien. Ja. Fantastisch. Warum auf mich? Ich hab die überhaupt nicht angeschossen. Komm, ich mach sie platt. You can do it. Toll, jetzt ist das Viech aggro auf dich. Oh, oh. Ja, weil ich ihm zu viel Schaden mache. Solange du
Sachen glaubst. Ja, war ja so, ne? Und das hat gedacht so, boah, der Typ ist schwach. Hat sich gedacht, wann Noob, den klatsche ich jetzt. Wow. Hast du nicht noch Dolche dabei, die du ihm geben kannst? Ja, stimmt, ich kann dir die Dolche geben. Ach, stimmt, ja. Allerdings bin ich gleich auch erstmal tot. Wie wenig HP hast du denn? Ja. Hast du Nahrung dabei? Nein, ich hab gar nichts dabei. Ich hab... auf eure... Warte. Auf euren Support angewiesen. Hier, nimm die Dolche. Dann hast du wenigstens cool. Eine Waffe. Warte, ich geb dir auch was zu essen. Ja. Hier. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich Dolche benutze. Der Blutungseffekt wird dir nicht viel bringen. Mach mal hier. Ja, gut, bei so Skeletten ist das wohl wahr. Erhöhter Mut. Keine Ahnung, was das bedeutet. Was denn das? Standfestigkeit, wenn ich mich recht erinnere. Alles klar, hier ist nichts. Echt? Okay, ich nehme alles zurück. Hier ist was. Möglicherweise der eigentliche Eingang? Ich habe so langsam auch das Gefühl. Absinth. Wir hätten vielleicht von die Arena hier hinlaufen sollen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Arena der Eingang ist. Ja, aber hier war der Obelisk. Ja, das aber wenn richtig. Ich da hingucke, da unten ist der Eingang von die Arena. Aha. Und cool. Wir laufen gerade auf eine Arena. Das Ding sieht aus wie eine Arena. Ah. Das stimmt ja, jetzt auch ist, ist, wir kommen nicht zurück, ne? Also. Auf geht's, Jungs. Cool. Machen wir. Meine Giftpfeile bringen mir hier auch gegen die Viecher wirklich gar nichts. Oh, Dolche machen aber echt ziemlich Bock. Ja. Warum habe ich die noch nie benutzt? Kann ich dir auch nicht sagen. Oh, ich habe... Das ist von Anfang an meine Zweitwaffe. Oder wir können den Weg mit dem roten Zeug nehmen. Ich spreche mal kurz das Ding hier an. Ja, viel Spaß. Ich laufe an diesen ganzen Skeletten ganz bestimmt nicht vorsätzlich vorbei. Ich würde auch gerne irgendwo sein, wo nicht Verderbnis ist, ehrlich gesagt. So. Ja, ich habe einen Ort gefunden, wo die Verderbnis, glaube ich, nicht mehr ist. Ja! Ich habe einen Ort gefunden. Direkt bei dem... Ich? Ja. Ja, könnte man so sagen. Man könnte aber auch sagen, wir sind hier bei deinem Loot angekommen, damit ja, du dich wieder equippen kannst. Das finde ich auch gut. So nett sind wir. Ja. Aber ich war was zum Anziehen. Extra, damit du mitkämpfen kannst, weil wir gehen mir auf den Sack. Gehen mir dezent auf den Sack. Sag doch mal. Das war ich. Fuck, ich stehe schon wieder in der Verderbnis drin. Okay, das ist mir gerade egal, solange diese Skelette sterben. Geh mal kurz in Deckung, bis meine Ausdauer wieder da ist. So. Hast du dein Zeug wieder? Hab ich. Ich weiß nur nicht, wo ihr seid. Ach da, auf der anderen Seite. Weiß ich nicht. Wir kämpfen. Möchtest gerade. Du deine Dolche wieder haben? Ja, hinter dir ist aber noch ein Bogenskelett. Ja, okay. Deine Dolche liegen hier und in einem Sack. Alles klar. Perfekt. Okay, wie wollen wir das jetzt angehen, dieses Drei-Totenkopf-Viech? Also ich sagen. Einmal kurz skillen. Die Fresse. Also ich würde gerne anfangen mit einem mit Gift, wenn es niemanden stört. Einfach um auch zu wissen. Ich will dir nicht sagen, dass das vor uns wie ein Knochendrache aussieht. Ah ja, ich sehe gerade, dass ich durch den Körper durchgucken aber kann. Aber ich kann da. Ja. Und bisher, also ich glaube, der hat keine Organe, die du vergiften könntest. Wer weiß. Give it a try, auf geht's. Nope. Oh, das Skelett greift mich noch an. Ja, wir müssen uns erst um das Skelett kümmern. ich geh mal zu euch, ne? Alles klar. Hi. Oh, ja, der hat echt ganz schön gruselige Augen. Und okay, der kann Feuer speien.
Ich dachte, er hat keine. Wir haben kein Gift dort, willst du sagen? Nein. Ja, nein, die Frage ist halt, warum kann der Feuer spucken? Und was in ihm soll dafür sorgen, dass er Feuer spucken kann? Da ist nichts. Was soll denn dafür sorgen, dass er lebt? Das ist die andere Sache. Schwarze Magie, das kann ich noch verstehen. Also, aua! Wie jedes Mal, wenn er mich hittet, nimmt meine Verderbnis zu, also. Oh. Schießt dir mal ein paar Gift. Paar Heilungspfeile ja. Hinterher. Hey, heil ihn doch nicht. Ich heil dich. Alter. Ha, ich hab dich endlich getroffen. Ich hab grad bestimmt 20 Pfeile verballert, um dich irgendwie weiter heilen zu können. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich auf die Beine schießen soll oder auf den Kopf. Ich mein. Ins Auge, die leuchten. Wahrscheinlich die Crit-Zone. Ich bin mir nicht sicher, ob du den überhaupt töten darfst. Der hat so schöne blaue Augen, dann regt sich Apfel wieder auf. Naja. Ja, den möchte ich mitnehmen als Sklaven. Alter, was willst du? Nein! Ich bin tot. Echt? Oh, das ist nicht so das cool. Das ist übel. Ja, ist... Also. Porte dich zu uns. Ein Feuer oder? Ja. Das war notwendig. Von Full Life auf tot. Was? Dann hoffe ich mal, dass er mich nicht anbrennt. Hoffe ich auch für dich. Ja. Ich kletter runter, ich glaub an mich. Ich bin halt krass im Vergleich ja, zu. Ja, das schaffst du. Ja, die meisten. Außerdem, wenn du auf die mittlere Ebene schaffst, dann kannst du ja rennen und dann bist du ja direkt bei uns. Also es geht ja an sich schnell. Mhm. Sofern du nicht noch mehr Gegner mitbringst. Hast du Explosivpfeile dabei? Nee. Bring mir mal welche mit. Ja, okay, dafür ist es jetzt zu spät. Die Frage war nur so. Falls ich nochmal sterbe, soll ich die Explosivpfeile mitnehmen? Ja, das könnte praktisch sein. Der hat ja nicht mehr so viel Leben. Er hat nur über die Hälfte. Ja, wenn er mal schon, aufhören würde, schnell. Seinen Kopf immer zur Seite zu nehmen, wenn ich auf ihn schieße. Boah. Boah, okay. Boah, ja, Feuer ist fies. Der... Lebst du noch? Ha. Ja, nee, ich hab mich umgebracht. Das ist jetzt nicht so gut. Ach doch, ich glaube. Also, das Feuer. Ah! Tschüss. Ich bring dir Explosivpfeile. hat mich selbst beim Blocken umgehauen. Au, ja. Er hat von hinten in mich reingefeuert. Ich komm auch. Es lebt also keiner mehr von uns. Nee, ich konnte ihm nicht weglaufen. Nee. Ich hätte um eine Säule laufen sollen. Alter! Um die Säule rumgefeuert. Ich hab. Also für mich reicht ein Feuer dort, so ein leichtes. Eine ganz leichte Flamme in meine Richtung insta-killt mich. Okay, er mag Explosionspfeile überhaupt nicht. Vielleicht mag er Explosionspfeile besonders gerne, deswegen. Lauf zu der Treppe da, lauf die ganze Zeit die Treppe, wo wir da sind, hoch und runter. Da, wo ich war. Ja, der Drache braucht länger, da hochzulaufen als wir. Weil er von der Hitbox her anders ist und deswegen anders stehen muss. Der kommt da nicht so einfach hoch. Ja, du läufst auch. Sehr, sehr ungut für uns. Ich kann gerade nicht viel woanders hinlaufen. Na, Dude. Wo bist du? Ja, du machst das. Komm hier, dreh dich um, komm mit. Das schon toll. Komm mit. Hier diese Treppe hoch und runter laufen. Lass mich in Ruhe. Oh, er ist auf. Oh. Oh. Ich hab's Feuer überlebt. Hey. Und jetzt rennt er wieder weg. Ja, sobald ich ihm einen Explosionspfeil gebe. So, jetzt muss er sich.
Was schießt auf mich? Okay, ich muss mich gerade um ein Skelett kümmern. Welches, warum auch immer, dachte, dass es eine gute Idee wäre, mich anzugreifen. Fuck off! Och. So. Also ich laufe jetzt einfach Epi immer entgegen. Ja, müsste einfach anders herumlaufen. Nicht, okay, wir müssen doch nicht anders herumlaufen. Okay, ich bin tot. Ich hab genug. Ich hab's mir anders überlegt. Ist alles okay, alles chill. Ja, dann greift mich an. Ja, mit irgendwas kannst du da auch interagieren. Ja, ich weiß, mit dem Stein. Warum greifst du mich an? Nee, ich bin doch gerade erst gekommen, ich hab noch nicht mal was gemacht. Was ist das? Oh, komm, ich bin tot. Feuer. Der mag dich wirklich nicht. Er freut sich gerade auch, er hat einen Siegesschrei gemacht. Ja, falls oh. Warum greift er mich an? Wie ist die Aggro auf mich übergesprungen? Boah. Warum läuft er wieder sofort hinter mir her? Das reicht, ich gehe. Wo bist du überhaupt? Ich gehe jetzt in die erste Etage und schieß von da. Ach nee, nimm ihn doch nicht mit. Als ob der mir hier hinter folgt. Also wenn, ja, kann ich dir nicht sagen, der folgt mir hier hoch. Was? Was? Das ist nicht dein Ernst. Was ist das für ein Kackvieh? Kletter einfach auf eine dieser Vorsprünge. Ja. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut enden wird. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Ja. Tschüss. Ich spawne mal bei meiner Bettrolle neu, nachdem er mich gerade von der oberen Etage runtergekommen. Okay. Tschüss. Wuhu. Okay, er kommt an mich dran, wenn ich da oben stehe. Ach Gott, dammit. Habt ihr gerade gesehen, dass er sich, wie er sich da hochgeschoben hat? Ja, ich weiß, ja. Der hat dann Feuer auf mich gemacht. Also zum Glück auf der oberen Ebene. War angenehm. Oh. Wieder schreit er nur. Okay. Irgendwie explodieren die Explosionspfeile nicht immer. Sag mal, wir könnten theoretisch auch an ihm vorbeirennen und einfach da reingehen übrigens. Wo rein? Ja, da geht's ja noch weiter. Genau, und wir wollen ihn doch töten. Ja, schon. Ist er noch hinter mir? Ja. Bitte renn nicht wieder hoch. Alter, wenn diese im Kreis drehen, ist derbe nervig. Ja. Feuer finde ich schlimmer. Ja, okay. Nervig und schlimm sind auch zwei unterschiedliche Sachen. Ja, stimmt. Hast du recht. Okay. Wir haben ihn fast wieder auf Hälfte. Nope. Ich halte jetzt 10 Kilometer Abstand zu dem Typen. Will er immer noch mich? Ich bin mehr mit Rennen beschäftigt. Also ich halte jetzt immer eine Armlänge Abstand, mehr als eine Armlänge Abstand. Eine Armlänge? Okay.
Das war viel zu knapp. Der Pfeil ging daneben. Ich habe auch nur noch 18 Explosionspfeile. Ne? Das ist so die einzige Chance, die wir haben. Ja, nee, die brauchen wir ja nicht. Der ist ja eh gleich tot. Ja, aber wenn wir jetzt alle nochmal sterben würden, noch, ach wir, so, könnten, ja, dann wir könnten das nicht nochmal machen, weil diese Pfeile sind super teuer. Also ich schieße gerade quasi mit Geld auf ihn. Wenn man so will. Boah, er ist tot. Alter. Okay, womit looten wir ihn jetzt? Mit dem, Spitzhacke? Axt. Okay. Ja, okay, Spitzhacke. Drachenknochen, Dämonenblut. Ich habe etwas ganz Tolles bekommen. Was denn? Zwar, ein Kopf. Ein Stern des Meisters. Zeig mal. Stern des Meisters. Ich guck mal, ich glaube, das ist eins von diesen Items, das wir brauchen. Ein leuchtender Edelstein auf einer verzierten Nadel. Doch nur damit du ihm das einzige stehlen könntest, was er dir nie freiwillig gäbe. Den Ring mit dem Stein, den man den Stern von Corolla nennt. Er wurde der Königin von Ophir gestohlen und sie würde für seine Rückgabe eine ganze Kammer voller Gold zahlen. Und du kennst ja den Grund, weshalb dein Liebster ihn dir als einziges versagt. Er weiß, dass dieser Stein einen Zauber ausübt, der, richtig angewandt, das Herz eines jedweden des anderen Geschlechts zu versklaven vermag. Die Menschenfresser von Zambola. Der Stern des Meisters ist ein Juwel von unübertroffener Schönheit, dessen weißes Licht die Welt erstrahlen lässt. In grauer Vorzeit wurde er Tyros, dem Todbringer, verliehen, als dieser Meister in der Arena der Riesenkönige wurde. In seinem letzten Kampf trat er gegen den mächtigsten Drachen an, den die Riesenkönige je geschaffen hatten. Eine überwältigende Kreatur von monumentaler Größe. Tyros besiegte die Bestie. Doch da sein Sieg mit dem Tod eines edlen Wesens einherging, begann er zu weinen. Er heftete den Stern des Meisters an den Leichnam der Kreatur, ehe die mächtige Bestie im Staub der Arena begraben wurde. Später, als Tyros mit dem Fluch der Unsterblichkeit belegt wurde, ging der Fluch auch auf den Drachen über, der seitdem aufs Neue durch die Arena streift. Dies ist eines der Artefakte, die für die Herstellung des Schlüsselsteins benötigt werden, mit dessen Hilfe das Sklavenarmband entfernt werden kann. Dachte ich's mir. Mann, war das ein Fight. Ich hab hier auch was Tolles gefunden. Was? Wo bist du? Echt? Ja, hier diesen grünen Stein. Sagt dir was Interessantes oder ist es übliche Gewäsch? Nee, der sagt gar nichts. Ah, du hast ein neues Talent in der Drachenknochen, Schild, Speer, Bogen, Schwert. Oh mein Gott. Oh, ich muss aber das finde ich ehrlich gesagt doof. Ich möchte lieber eine Drachenknochenrüstung als ein Drachenknochenschwert haben. Aua.
Ich hab nur die Explosionspfeile gerade ausgerüstet. Das ist nicht gut, wenn ich die benutze, während ihr daneben steht. Okay, jetzt habe ich wieder die anderen. Aua. Ja. Jungs, wir haben gerade einen riesigen Totenkopfdrachen besiegt. Chillt. Ja, hey. Aber ich muss skillen, um das da zu kriegen. Okay. So. Ich guck mal kurz. Wer schießt hier auf mich? Aua. Also wir wissen auf jeden Fall jetzt, wenn alles andere fehlschlägt, die Explosionspfeile sind nice. So. Warte, ich wollte Attribute, Talente, Drachen. Also, warum nochmal wollen wir Sternenmetall haben? Drachenknochen, Schwert. Jungs, jetzt hört mal auf, mich hier anzugreifen. Also, ich habe mir gerade die Werte angeguckt. Drachenknochen ist ja mal viel, ist ja mega krass. Echt? Ich hab's mir sie noch nicht so genau angeschaut. Ja, vielleicht können wir keine Werkzeuge bauen. So, also die Waffen machen alle, also zumindest der Keule macht 11 mehr Schaden als die Sternenmetall. Wer weiß, vielleicht kostet das ja auch Sternenmetall, das herzustellen, ne? Das kann sein. So. Da kommt noch so eine untote Bestie. Oh ja, die hab ich geholt. Ich bin da ein bisschen weiter gegangen und hatte gehofft, dass irgendwo die Verderbnis aufhört, aber die hört irgendwie nicht auf. Okay. Hier hört die Verderbnis immer noch nicht auf. Überall Verderbnis. Und Skelette. Das heißt, wieso habe ich hier drücke E zum Interagieren? Oh. Wo seid ihr? Wo hast du E zum Interagieren? Egal. Ist, glaube ich, wieder weg. Na, wir sind bei dir. Wieso? Ja, hier ist überall Verderbnis. Ach. Ja, richtig, bis zum Arena-Eingang. Was ist hier unter uns? Das ist die große Schlange, die ihr meintet. Ja, genau. Nee, das ist nicht die ich meinte. Das war eine kleine Schlange, die ich meinte. Aber die große habe ich gerade auch entdeckt. Sollen wir zur großen Schlange und Hallo sagen? Wo siehst du hier eine große Schlange? Schau mal runter. Rechts von uns. Ja, die ist so oben. Oh, die ist jetzt bei uns. Ah, drei Totenkopfschlange. Nein. Hier sind noch kleine Schlangen. Geh doch auf jemand anderen. Geh doch weg. Geh doch, alles klar. Tschüss. Ich bin tot, glaube ich. Also ich bin einfach im Stunlock gerade. Also ich laufe einfach, ich überlebe das sonst nicht. Ich muss hier jetzt auch raus. Ich bin vergiftet, ich habe Verderbnis, ich habe... Ja, ich gehe auch mal vorne durch den Eingang raus. Wir können ja irgendein anderes Drei-Totenkopf-Viech gleich noch machen und dann die Kiste davon öffnen, aber... Raus. Lebst du noch, Apfel? Ja. Wo bist du? Bin oben rum rausgegangen. Hi. Hi. Komm, Junge, jetzt. Also, die Überlebenschancen von dir sind nicht so hoch hier. Boah, war das anstrengend. Also, im Nachhinein haben wir sind unsere Pferde jetzt da oben. Stimmt. Also gut, dass wir sie mitgenommen haben. Also gehen wir jetzt da hoch, holen uns unsere Pferde und killen dann drei Totenkopf. Das ist doch mal eine Strategie. Ich würde sagen, wir holen unsere Pferde, reiten nach Hause. Ich meine, wir haben gerade einen drei Totenkopf-Viech getötet. Ja, okay. Stimmt. Und ich glaube... Keine Kiste öffnen, oder? Ja... Ich meine, der Drachenknochenbogen, den wir jetzt herstellen können, ist ja auch schon eine legendäre Waffe. Und der Rest auch. Ach so. Ja, der Drachenknochen... Das heißt, wir dürfen Legis verwenden? Ja, würde ich sagen, also... Wenn wir wollen. Ne? Weil das... Also ich wusste nicht, dass man die Rezepte für die Legi-Waffen kriegen kann. Ich dachte, das wäre quasi exklusiv. Ach, Moment. Das sind Legi-Waffen? Das wusste ich. Also der Drachenknochenbogen ist etwas, was ich schon in ein paar Leichen gefunden habe. Also das ist mein nächster Bogen auch.
Cool. Jetzt. Halleluja. So, wie müssen wir reiten? Einfach nach oben. Okay. Ich hatte mit einem Dungeon gerechnet, aber das Viech reicht für einen ganzen Dungeon. Ja. Das ist der Dungeon. Wenn wir hier links lang reiten, dann sehen wir noch was Tolles. Glaube ich. Was? Mich nicht recht, wenn ich recht erinnere. Was denn? Ja, weiß nicht. Vielleicht habe ich mich auch verlaufen. Aber ich habe das letzte Mal einen ziemlich coolen Weg gesehen, wie wir ganz gut nach oben kommen und irgendwann mal rechts hochgehen. Das ist. Aber vielleicht. Ist das nicht der Weg, das immer an der. Den wir immer genommen haben, wenn wir aus der Stadt gekommen sind? Eigentlich müssten wir hier so ein übertrieben großes Tor reinbauen. Und dann mit einer riesen Aufschrift Winter is coming oder was? Ich hatte eher an das Tor Richtung Mordor gedacht, aber das ist auch gut. Das dann von einem Troll aufziehen lassen. Die Frage ist, wer sind die Orks? Gibt's nicht diese komischen Gammelviecher hier, die man ganz am Anfang hat, diese ersten Gegner, diesen Kochtopf? Diese Teufel? Ja, genau. Ich glaube, davon gibt's keine Kinder. Ich glaube, die können wir nicht zähmen. Ja, passt doch. Von Orks gibt's auch keine Kinder. Die werden erwachsen geboren. Ja, aus Schlamm. Ach echt? Ja. Hast du nicht aufgepasst, den Herr der Ringe? Interessant. Will ich nicht. Schäme er sich. So. Wir sind wieder daheim. Erstmal ein bisschen antanzen lassen. Verderbnis lässt nach. So, denn wir haben hier in dieser Kiste sind unter anderem diverse Dietriche drin. Da packe ich jetzt auch den Stern des Meisters rein. Und da ist ein uralter Bogen? Hatten wir nicht schon so einen Drachenknochenbogen? Ah, den habe ich, glaube ich, einer meiner Begleiter gegeben. In deiner Bogenkiste hast du irgendeinen krassen Bogen. In deiner Bogenkiste. Ah, dann habe ich den in die Bogenkiste gepackt. Ich dachte, ich hätte ihn in die Truhe hier oben geschmissen. Wo sind denn die anderen legendären Items, die wir hatten? Ah, ich habe alles, was ich legendär gefunden habe, oben so reingepackt in die Kiste neben den Stab. Inklusive alle Dietriche. Nee. Nee. Die beiden Schilde, die Wurfschilde. So, dann gucke ich nämlich mal. So, der ist, wenn ich mal die Werte vergleiche, das ist 19 versus 22. Ist natürlich beim Bogen sind die Unterschiede aber ein bisschen geringer. So. Bogen. Sternmetall, uralter Bogen, Drachenknochenbogen. Herstellen. Wow, und der braucht auch... Okay, der braucht nicht ultra lange, aber er braucht schon deutlich länger als alle anderen Sachen, die ich bisher an Waffen hergestellt habe, um fertig zu werden. Na, dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle soll es für die Folge hier genug sein. In der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich dann nach Osten aufbrechen und neue Lande erkunden und diese Basis hier vielleicht ein bisschen in der Obhut unserer Tiger lassen und hoffen, dass sie verteidigen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.